rund 1000 Mal pro Kilometer berühren beim Laufen die Füße den Boden. Wird der Fuß dabei falsch belastet, kann das schlimme Folgen haben. Wichtig für fußgesundes Laufen ist sowohl die richtige Lauftechnik als auch der richtige Schuh. Zur Ausrüstung ist zu sagen, Laufschuhe. Hier würde ich doch schon empfehlen, spezielle Laufschuhe sich anzuschaffen. Es müssen nicht die teuersten sein. Die teuersten sind sicherlich nicht die besten. Hier gebe ich eine Empfehlung ab. Ab 50 Euro gibt es Laufschuhe der verschiedenen Marken. Im Sommer ist es auch möglich, ohne Schuhe hier auf der Wiese zum Beispiel zu laufen. Barfuß ist ganz wichtig. Viele Leute haben schon verlernt, ohne Laufschuhe zu laufen. Zur Ausrüstung sonst eine kurze Hose, ein Laufleiberl. Ab 10 bis 15 Grad kann man schon mit kurzer Hose und Laufleiberl laufen. Ist es kälter, unter 10 Grad empfehle ich eine Lauftight, eine Laufjacke und ein atmungsaktives Shirt. Ein wichtiger Trainingspartner ist die Pulsuhr. Dieser Minicomputer am Handgelenk zeichnet Herzfrequenz, Laufzeit und je nach Modell Distanz und Kalorienverbrauch an. Ein Pulsmesser ist sicherlich nicht schlecht, gerade bei Laufanfängern wäre es nicht schlecht, denn den optimalen Puls lässt sich zum Beispiel durch einen Laktattest oder einen Conconi-Test ermitteln. Aber grundsätzlich ist zu sagen, das Lauftempo sollte so gehalten werden, dass man selber das Gefühl hat, man ist zu langsam. Denn dann hat man meiner Meinung nach das richtige Tempo. Damit das Training effektiv ist, sollte man je nach Zielsetzung in unterschiedlichen Pulsbereichen trainieren. Grundsätzlich gilt, trainiert man regelmäßig, fällt der Ruhepuls und das ist gesund. Natürlich gerade am Anfang, das geht nicht von heute auf morgen. Man muss schon rechnen, dass das 4 bis 6 Wochen dauert, bis das sich ein gewisser Fortschritt einstellt, aber ganz leicht ist das am Puls zu erkennen und auch am Lauftempo. Und dann kann man ganz leicht feststellen, dass man mit dem gleichen Puls, mit dem man am Anfang gelaufen ist, plötzlich viel schneller laufen kann.